Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Project Awesome 2 Kappa Mode. So, die Ton sind weg. Also klar, hier ist noch eine, aber die ist groß. Ja, aber dann kommen wir mit mir. Warum sind die Ton leer? Weil jetzt alles hier im MME-System ist, was wir haben. Und ich war ein bisschen erschrocken. Ach, scheiße, jetzt sieht man's. Dass wir so viel Redstone und Soulstone und so ein Zeug haben und jetzt sieht man es, was ich in der Truhe verborgen hatte, habe ich vergessen. Ich habe schon mit Crystallized Redstone vorbereitet. Wenn wir uns das mal kurz anschauen, dafür brauchen wir einen Redstone-Block und wenn ich das richtig deute, 10 müssten 10 Millionen Elf sein. Pro Teil. Und dieses Crystallized Redstone brauchen wir unter anderem für die Neutronen-Konnektoren. Die Chaos Catalyst, die Infinity Catalyst und so anderer Kleinscheiß. Und das werden wir noch in Mengen brauchen, besonders für die Chaos Catalyst später. So, ich habe hier nochmal 4K-Platten gemacht. Ich will jetzt gucken, dass wir Autocrafting ans Laufen kriegen. Dafür brauchen wir aber einmal Inscriber. So, ja, nicht Inscriber, Interfaces. So. Problem bei den Interfaces, wir brauchen Pure Nether Quartz und Pure Certus Quartz. So, ich glaube, wenn wir mal Pure eingeben, ich glaube Pure Certus Quartz haben wir ein bisschen, ja, aber es reicht auch nicht für die Ewigkeit. Nether Quartz haben wir gar nicht, deswegen brauchen wir eine Crystal Growth Accelerator. So, die sind ein bisschen tricky gemacht, wir brauchen Titanium Wafer, ist kein Thema. Wo ist denn das? Okay, haben wir kein Titan, müssen wir machen, okay. Redstone Torches. Wenn ich das richtig im Kopf habe, brauchen wir ja nur... wir müssen das Rezept zweimal, glaube ich, machen, oder? Wir kriegen 3 Stück raus, genau. Ja, Redstone haben wir hier. Silicon haben wir. Das heißt, wir brauchen nur noch einmal Titanium. Das ist gar kein Thema. Der nächste Part wird ein bisschen lustiger. Machen wir erstmal das Titanium fertig. Okay, wo haben wir? Wo haben wir? Das ist Lead. Titanium. Titanium. Ich liebe diesen Furnace. So, das einmal raus. Das kommt da rein. Das da rein. Das da rein. Das da rein. So, da ein bisschen Diamond Wafer haben wir. Das ist super. Wir werden dafür eh noch Autocrafting aufstellen müssen. Das sehe ich eh schon kommen. Ist aber alles gar kein Thema. So, einmal noch. Diese Halle hier wird demnächst leer sein. Die werden wir wahrscheinlich dann komplett für für Panamatic Craft verwenden. Weil die ganzen Maschinen werden wir jetzt gucken, dass wir die alle verbrauchen für Automatisierungen. So. Das kann jetzt alles da rein. Machen wir mal so. So, wenn wir jetzt mal schauen, was wir hierfür haben. Fluxblöcke haben wir, die können wir uns von drüben holen. Wir brauchen CVC-Ingots. Schauen wir mal rein. Haben wir fast alles da. Wir brauchen halt nur noch diese Diamond-Essenz. So, wenn wir uns das jetzt mal angucken. So und so. Diamanten haben wir. Minizio-Blöcke, das ist einfach eine Minizio-Essenz, das ist ein Witz. Wie kriegen wir die Warmana-Essenz? Naja, ich will nichts sagen, aber wir haben das schon. Raw Mana Essence ist quasi ganze Artefakt-Rüstungen, also hier diese Teile, hier das, was wir tragen, einfach nur umgewandelt. Mehr ist das nicht. Es ist relativ cool gemacht, dass man das noch so recyceln kann.
Und ich glaube, da kann man dann noch mal hier so später so ein paar Sachen machen. Kannst du ja. Ich glaube, im normalen Mod kannst du die Sachen dann recyceln zu neuer Rüstung oder sowas. Ich glaube, da brauchst du aber, glaube ich, 2 oder 3 Rüstungsteile dann. Aber so gut kenne ich mich damit jetzt auch nicht aus. So, wir brauchen auf jeden Fall Mini-Zielblöcke. Machen wir einfach mal. Ich tatsächlich auch gerade die Flugsblöcke mitnehmen. Ich klicke einfach mal gerade alles an. Diamond Infused haben wir. So. Und jetzt brauchen wir das. 1, 2. Was ist das ausgegangen? Okay, die Dias. Das ist ja wohl gaga Thema. Das ist ja wohl gaga. Ne? Also wenn das nicht gaga ist, ne, da weiß ich auch nicht weiter. Machen wir mal so und so. Sehr schön. Damit sollte das Dia-Problem auch behoben sein. Das sieht doch schon mal was besser aus. So, und wir brauchen jetzt Pull. Brauchen wir 4 Stück. Also 2 haben wir. 3, 4, 5, 6. Sehr schön. Jetzt habe ich schon wieder die Frühlingsblöcke vergessen. Und der pfiffige Zuschauer hat schon bemerkt, dass er schon ein Kabel rüberführt. So. Wir haben nämlich jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Crystal Growth Accelerator. Was auch, glaube ich, eine Quest war. Immer noch gar nicht hier die Quests abgeschlossen. Können wir mal gerade machen. Hier bei Beta hatten wir noch für den Accio, Crucio, Imperio, Civicio und Ultimate Furnace. Und hier müsste noch der Extreme Furnace sein. Genau. So, das Zeug kann mal da rein. Schauen wir mal, was wir hier alles haben. Walrosse. Eine Jukebox und eine CD, Saplinge, Rods, Müll, weiterer Dislocator, wieder Rods und ein Liquid Compressor. Da war jetzt nichts dabei, wo ich sagen würde, das haben wir jetzt gebraucht. Dislocator ist ganz nett, aber davon haben wir schon ein paar. Meinen habe ich hier wieder eingeworfen. Genau wie die Heavy Ammo. So. Wieso habe ich jetzt die Crystal Accelerator da reingetan? Die Crystal Growth Accelerator? Weil wir auf die Crystal Growth Chamber gehen. Was haben wir dafür? Fast alles. Wir machen uns eine Obsidian-Truhe und dann machen wir uns so einen Opa hier. Okay, da brauchen wir eine Basic Logistic Pipe. Die können wir auch nur so. Oder haben wir noch ein Goldgear? Auf zur Smeltery. Ich weiß auch gar nicht, wieso ich mich jetzt noch so fortbewege, dass ich noch laufen muss. Ich hätte schnellst mit Elevatoren oder so arbeiten können. Oh ne, ich weiß, wie ich mich jetzt hier fortbewegen kann. Das kann da rein. Gier. Die Gier schlägt wieder zu, denn wir brauchen ein Goldgier. Zack. Ich muss sagen, ich bin mit meinem Base Design mal richtig, richtig zufrieden. So. Dann davon einer. Und wir brauchen ein Dia-Chipset. Das können wir auch nur so herstellen, nicht anders, ne? Ja. Ich hoffe, dass er relativ schnell jetzt vorangeht. Ich weiß, wir sind auf jeden Fall noch gerade am Lasern. Ich mache noch gerade Pulsating Chipset. Oh, sind fertig. Ja, das geht klar. Das geht vollkommen klar. So. Hier habe ich mittlerweile auch Acceleration Cards gemacht. Ich glaube, das Ganze können wir jetzt auch einmal mitnehmen.
Ah, zack, zack, zack. Was war das jetzt? Ich habe mich gerade anscheinend bewegt, obwohl ich mich nicht bewegt habe. Ich weiß, der Typ spricht wieder Wirr. Also mein Typ hat sich bewegt, aber ich habe gerade keine einzige Taste gedrückt. Das will ich damit ausdrücken. So, wie sieht das aus? Fast fertig, ja. Noch was, was wir hier mitnehmen können. Die Flix, das können wir mitnehmen. Ich bin froh, wenn wir alles automatisiert haben. Komm schon, da geht ja noch was. Hier noch irgendwas drin. Jetzt nicht wirklich. Komm, die letzten Meter, da packst du Opa. Ich merke halt irgendwie, dass ich ein bisschen heiser werde. Aber von denen können wir nochmal ein paar mitnehmen. So, jetzt aber. Wenn jetzt erstmal eh alles ins ME rotzen. Ungefähr so. So, jetzt zu dir hier. Haben wir. Und haben wir Crystal Growth Chamber. Die packen wir jetzt einfach mal hier hin. So, nehmen dann hier Acceleration Cards. Können wir noch ein paar machen. Ich glaube 5. Ne, der packt nur 3. So, das Geile ist jetzt, wie wir jetzt an das Zeug rankommen. Also an die Pure-Teile. Wir nehmen es jetzt einfach nur. Sand. Haben uns dann mal hier so ein Stack Nether Quarz genommen. Und können die jetzt ganz, ganz einfach craften. Weil wir brauchen dafür Seeds. Wir nehmen dafür Zertus Quartz Dust und Sand. Kriegen 2 Stacks von dem Zertus Quartz Seed. Die dann zu dem Pure werden. Das gleiche können wir mit Nether Quartz machen. Geht das im Pulverizer schneller? Ja. Das kann man mal kurz im Pulverizer machen. Vor allem kann man den ja später auch noch upgraden mit den Augments. So und so. Alles klar. Dann gehen wir zur Crystal Growth Chamber. Normalerweise brauchen die, glaube ich, 10 Stunden oder so. Dauert zu lange. Zack. Zack. Fertig. So. Jetzt werde ich einmal gucken, einen ME Storage Bus machen. Das ist der hier. Dafür brauchen wir ein ME Interface. Und für das ME Interface brauchen wir einen Annihilation Core und dafür braucht man eine Flux Pearl. Habe ich jetzt einfach mal ein paar gemacht. So, Annihilation Core. Formation Core. Und dann haben wir hier ein Interface. Machen wir jetzt zum Storage Bus. Okay, machen wir noch nicht zum Storage Bus. Machen wir jetzt einen Sticky Piston. Slime. So. Wo ist mein ganz jetzt der andere Piston? Dankeschön. So, wir gehen dann jetzt einmal hier rüber. Gucken. Hier ist der Storage Bus, den packen wir da dran. Und ich habe natürlich Kabel vergessen. Dann nehmen wir. Wo haben wir es? Nehmen wir das Smart Cable. Das ist kluges Kabel. Smart Cable, it's smart. Einmal hier rüber verkabeln und unser erster Kanal wird belegt. Irgendwann. Jetzt. Sehr schön. Das heißt jetzt im Klartext, wenn wir jetzt ins E-System gucken, ist da ein bisschen mehr drin. Warum ist da jetzt ein bisschen mehr drin? Weil wir den Storage Bus jetzt an den Drawer Controller angeschlossen haben
können wir jetzt auf alles in ein Draw-System anschauen. So, und da jetzt das unser alles ist, was wir haben, können wir auch das verwenden für Autocrafting-Sachen. Was heißt das im Klartext? Wir werden jetzt einmal gucken, dass wir Sachen, die hier raus, die wir hiermit verkraften müssen, auch anlegen können. Und das erste, was ich machen möchte, ist. Okay. Scheiße. Ah ja. Wir brauchen natürlich zum Craften, brauchen wir Crafting Units. So. Haben wir. So. Wir brauchen eine Crafting Co-Processing Unit. Davon mache ich jetzt mal drei. Haben wir noch von den 1K über? 7, 8, 9. Machen wir mal 9 Stück. Ich baue das jetzt wirklich erstmal nur rein provisorisch auf. So, muss mal ganz kurz hier so. Ich möchte jetzt einfach nur so aufbauen, dass wir jetzt haben, dass er auch wirklich anfängt zu craften. Die sind ja jetzt jeden Moment online. Sehr schön. Network Apprentice. Wir haben jetzt ein paar Sachen ans System angeschlossen. So, kommen wir zum lustigen Teil. Wir müssen gucken, dass wir das ganze Zeug, was wir jetzt haben wollen, auch irgendwo craften. So, in meiner WhatsApp-Gruppe geht schon wieder die Scheiße los. Irgendwie 15 Nachrichten. Okay, wir brauchen Jetzt hätte ich fast einen Fehler gemacht. Molecular Assembler. Die werden hergestellt mit Mithril oder Mandel Fused Ingots, Annihilation Core, Formation Core. Davon mache ich jetzt einfach mal so 10 Stück von beiden. So und so. Und dann fehlt uns etwas. Was fehlt uns denn jetzt? Für Leute, die gedacht haben, der Kappa-Mode schlägt schon bei dem Mana-Infused-Ding zu. Wir brauchen, da es ein Molekular-Assembler ist, ein Crafter, brauchen wir wohl ein Crafting-Table. Und natürlich dann einen schönen Double-Compressed. Das heißt, was haben wir an Wood hier? Ich gehe mal drüben das Holz noch holen, was uns noch fehlt. Ah, willkommen bei Kaffeemod. Darf ich Ihre Bestellung aufnehmen? Damit sollten wir, ich sag mal, vielleicht 3 hinkriegen. So. Was haben wir überhaupt an Crafting-Tablen da? Wir haben 2 Compressed und 12 Crafting. Ich hau jetzt einfach alles rum in Crafting Table. Ah, das gibt genau 2, wenn ich das richtig sehe. Genau, Mist. Das heißt, wir können 2 Molecular Assembler bauen. Die packen wir dann einmal hier dran. Und dann brauchen wir nochmal ein ME-Interface. So, den packen wir jetzt hier rein. Das heißt, wir haben jetzt hier, das sind 9 Rezepte für 2 Teile. Wir können jetzt Sachen hier drin craften lassen. Also wir können jetzt 3 Rezepte gleichzeitig craften lassen. Aber auch nur in 2 Teilen. Es ist ein bisschen blöd noch. So. Dann wollen wir mal gucken. Wir brauchen noch ein. Schauen wir mal beim Terminal. Wir brauchen das Pattern Terminal. Dafür braucht man Crafting Terminal.
Ich liebe es. Ich freue mich einfach alles, einfach nur, weil wir alles craften lassen können, was wir wollen. So, wir brauchen. Wir brauchen wieder Energetic Alloy. Zack. Ich glaube, ich werde sogar einfach irgendwann so froh sein, dass ich einfach ein Rezept mache für die Blöcke zu craften. Und dann geht es hier weiter, dass wir Viper und Alloy brauchen. So. Dann brauchen wir noch das hier. Wir brauchen die hier. So, dann jetzt noch einmal. Ich habe es einfach mal gedrückt. Und wir brauchen einen Sentinel Ender. Das heißt, wir brauchen mal zwei Silicon. Silicon. Quatsch. Solarium. Und nochmal ein Enderman Head. Davon habe ich jetzt ein paar. Und habe ich die Witches auch hier reingeworfen? Genau. So. Dann brauchen wir nochmal 10 Level. Was mache ich jetzt hier? Ich gehe jetzt mal in die falsche Richtung. Zack, zack. Ich bin sogar in die richtige gegangen. Bloß ich habe ein Bucket vergessen und die Vibrant-Küste. Ich habe 52. Okay, ich will es nicht wissen. Wir haben 12 Buckets. Alles klar. Das hat mich am meisten interessiert, wie viele Eimer wir eigentlich wirklich haben. So, wir brauchen unseren Bucket Nutrient Distillation. Das Gelumpe. Und das. So, jetzt rüber. Zack. Zack und zack. Jetzt können wir auch das Pattern Terminal fertig machen. Einmal. Zweimal. Und dreimal. Wir brauchen nur noch mal ein Kabel. Und hier können wir jetzt Rezepte einspeichern lassen. Das erste Rezept ist immer das komplizierteste. Wir brauchen ein MI. Wie heißt denn die mal? Genau. Wir brauchen ein Blank Pattern. Dafür nehmen wir aber normalen Zertusquarz. So, das erste Rezept, was wir einspeichern, ist das Rezept von Blank Pattern. Das haben wir jetzt hier rein. Und jetzt können wir sagen, gehen auf Craftable, machen wir mal 10 Stück. Machen wir 5. Willst du dich verarschen? 3. Danke. So. Und wenn wir jetzt mal nach Pattern suchen. Patte. Oh cool, ich habe schon wieder diesen Bug. Ich darf T nicht schreiben. Wir haben 3 Blank Pattern. So. Was sind noch so Rezepte, die wir aufbrauchen werden? Was ich jetzt auf jeden Fall reinhauen möchte, ne, hier muss ich versuchen, ist das Rezept für eine 1K Storage Component. Beziehungsweise für das hier.
Wir werden das Rezept brauchen für eine Truhe. Und wir werden das Rezept brauchen für... Nee, Moment. Das Rezept hier. Dann können wir das eigentlich so, jetzt ein paar Stunden so weiterführen, aber das bringt uns nicht zum Ziel. Wir wollen nämlich noch das Rezept für Quarzglas. Dafür brauchen wir jetzt Quarz, das ist jetzt das Problem. Wenn wir etwas nicht haben, können wir es nicht als Rezept einspeichern. Das heißt, ich werde nicht drum herum kommen, diesen ganzen Komplex auch mal ins ME zu rotzen. So, jetzt aber Quarzglas. Oh. Wir brauchen Glowstone. Damit wir jetzt sagen können, zack, 100. Start. Blank Pattern. So. Dann will ich gucken, dass wir die Interfaces automatisch craften können. Wir wollen die hier automatisch craften. Und die hier. Und dann brauchen wir zu guter Letzt eigentlich nur noch ein Rezept für den Assembler. Und da fehlt uns jetzt schon wieder Zeug. So, ihr seht jetzt, glaube ich, wo die ganze Reise hingeht. Es wird lustig. Es wird richtig, richtig lustig. Ich würde sagen, die Reise geht auf jeden Fall beim nächsten Mal weiter. Beim nächsten Mal werde ich hier schon mehr gebaut haben. Ich werde gucken, dass ich das Auto-Crafting-System dann schon mal ordentlich am Laufen habe. Und würde so sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.